Jetzt erfrischt das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft live bei RTL genießen. Mit Bitburgern. Eine Fußballlegende zurück auf großer Bühne. Klasse Sache für RTL oder für den Zuschauer. Uli Hoeneß. Erfolg, ein Bestandteil seiner DNA. Geballte Fußballkompetenz für Löws Abschiedstour. Wie geht Uli Hoeneß mit so einem Spiel um? Wie analysiert er die Spiele? Die WM-Qualifikation vor der Brust. Der Auftrag klar definiert. 3 Spiele absolvieren, 3 Siege einfahren, sich finden. Die Spieler in der Pflicht. Wir haben wirklich eine großartige Mannschaft, aber dieses Potenzial müssen wir jetzt auch auf den Platz bringen. Der Umbruch geht weiter. Neue Gesichter, neue Herausforderungen. Gemeinsam zum Erfolg. Wir haben ja einiges vor. Die Bühne ist bereitet für eine neue Ära. Ja, und dann sage ich mal ganz herzlich willkommen. Uli Hoeneß, unserem neuen Experten bei RTL. Willkommen im Team und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zur WM-Qualifikation Deutschland gegen Island. Um die WM-Quali geht's, um Punkte geht's. Es geht darum, eine Mannschaft zu finden für die Europameisterschaft, die ansteht. Was haben Sie sich denn vorgenommen für die 3 Spiele, die wir jetzt auf jeden Fall zusammenarbeiten? Ja, ich hoffe sehr, dass wir in diesen 3 Spielen 9 Punkte machen. Das ist mal das allererste. Und dass wir jetzt das vergangene Jahr vergessen machen können. Und vor allen Dingen, dass der Yogi den Abschied verdient im nächsten halben Jahr, den er verdient hat. Wir haben so viele Themen. Eines kam heute aktuell dazu. Corona-Fall bei der deutschen Nationalmannschaft. Jonas Hofmann positiv getestet. Marcel Halstenberg als Kontaktperson ebenfalls mit abgereist. Wie nachteilig ist das für die deutsche Mannschaft, diese Unsicherheit über den Tag? Wie entscheidet sich das Gesundheitsamt? Besonders gut ist das natürlich nicht. Das ist ganz klar, dass das die Mannschaft beschäftigt. Vor allen Dingen die Unruhe, ob man dann überhaupt spielen kann. Das war ja auch nicht ganz klar. Aber jetzt ist die Entscheidung getroffen und da sind Profis genug, dass sie das wegstecken können. Wir bringen Sie auf den Stand, liebe Zuschauer. Die News-Update aus der deutschen Mannschaft Corona-Fall. Peter Reichert. Für einmal ist das DFB-Mannschaftshotel Corona-Hotspot. Kurz vor Mittag kommt die Meldung über zunächst einen auf Covid-19 positiv getesteten Spieler. Es handelt sich um ihn, um Jonas Hofmann. Der Mittelfeldakteur von Borussia Mönchengladbach wird nach Bestätigung seiner Testung direkt in seinem Zimmer isoliert. Kontaktperson dabei wohl Marcel Halstenberg. Auch der Linksverteidiger von RB Leipzig befindet sich in Quarantäne und steht dem Bundestrainer ebenfalls nicht mehr zur Verfügung in diesen ersten 3 Qualifikationsspielen. Da das Hygienekonzept des DFB offensichtlich greift und ansonsten keine weiteren Fälle auftraten, steht der Partie gegen Island heute Abend nichts im Wege. Dennoch hat das Virus nun auch die deutsche Nationalmannschaft erreicht. Bitter genug. Mit 3 Bussen sind die Spieler nach Duisburg zum Stadion gefahren. Auch das Teil des Hygienekonzepts. Dennoch, Uli Hoeneß, sagen viele Menschen jetzt, ja, wie kann das denn sein, dass beim Profifußball, wenn positive Fälle auftreten, nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne muss und trotzdem gespielt werden kann? Können Sie das erklären? Ja, ich glaube, dass die Leute verstehen müssen, dass Fußball in dem Fall ein Beruf ist. Und wenn bei BMW oder bei Daimler-Benz ein Corona-Fall auftritt, dann geht auch nicht die ganze Belegschaft nach Hause. Wenn die Hygienekonzepte greifen und wenn die Gesundheitsbehörde die überprüft haben und das für gut empfinden, dann können sie auch spielen. Aber es darf keine Vorteile für den Fußball geben. Es ist ja auch so, innerhalb dieser Blase der Nationalmannschaft, Maskenpflicht bei allen Besprechungen, Abstände beim Essen. Eigentlich bei den Trainingseinheiten kommt man sich nahe, aber das ist an der frischen Luft. Und sowohl das Gesundheitsamt in Duisburg als auch das in Düsseldorf, wo die Mannschaft ja wohnt, hat gesagt, Daumen hoch, Spiel kann stattfinden und wir sind froh drüber. Hören jetzt Oliver Bierhoff, der sich gerade zu diesem Thema bei Felix Görner am Mikrofon geäußert hat. Ja, es war natürlich schon aufregend, als wir die Nachricht erhalten haben und natürlich erstmal von großer Unsicherheit geprägt. Wir wussten ja nicht genau, wie viele Spieler betroffen sind, wie das Gesundheitsamt entscheidet. Am Ende tut es uns natürlich unglaublich leid für unsere beiden Spieler, für Jonas und Marcel, aber wir sind
zusammengesessen und dann mussten wir natürlich auch jetzt das nachverfolgen und das ist aber rausgekommen und es war leider ein blödes Backgammon-Spiel. Soweit also Oliver Bierhoff und da haben wir wieder mal gesehen, selbst die kleinsten Kleinigkeiten wie ein Backgammon-Spiel müssen überdacht werden, damit man in diesen schwierigen Zeiten möglichst ohne positive Corona-Fälle durchkommt. Beide Spieler werden jetzt während des Spiels zurückreisen, jeweils in ihren Wohnort. Für Jonas Hofmann ist das nicht ganz so weit. Marcel Halstenberg wird in einem Van nach Leipzig gefahren. Und jetzt können wir rüberschalten nach Duisburg zum Bundestrainer, zu Joachim Löw. Herzliche Grüße, schönen guten Abend. Guten Abend ins Studio, hallo. Guten Abend, Jogi. Guten Abend, Uli. Herr Hoeneß, was würden Sie dem Jogi denn mit auf den Weg geben? Wir wünschen uns ja alle, dass er noch 12 Länderspiele hat mit dem heutigen. Dann wäre er nämlich im EM-Finale. Ja, wir hier aus dem Studio und ich besonders wünsche dir ein gutes Abschiedsviertel, halbes Jahr mit einem großen Erfolg. Und ich hoffe, dass die Mannschaft heute beginnt, an dich zurückzuzahlen. Dankeschön. Sie haben gestern an der Pressekonferenz Joachim Löw gesagt, Sie können keine Rücksicht mehr nehmen auf Belastungssteuerung und Ähnliches. Sie wollen brutal sehen, dass die Mannschaft die Basics umsetzt. Welche Basics werden das sein? Worauf gucken Sie da besonders? Ist das die Zweikampfführung? Ist das die Laufbereitschaft? Was gehört da alles dazu? Da gehört natürlich eine ganze Menge dazu, unter anderem das, was Sie natürlich auch gerade gesagt haben. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Laufen, Zweikämpfe bestreiten, die richtige Intensität. Aber ich habe auch ein bisschen den Ansatz daran geknüpft, an das Spiel auch gegen die Spanier. Organisation, Kompaktheit, im Verbund verteidigen. Ballverluste minimieren in der Vorwärtsbewegung. Trotzdem mutig sein und Risiko gehen. Aber gegen Spanien haben wir ja auch in den einfachen Dingen viele Fehler gemacht. Und das soll heute anders sein. Jetzt ist es aber so, dass personell nicht alles zur Verfügung steht. Toni Kroos musste ganz abreisen. Niklas Süle ist verletzt. Jetzt kamen die Corona-Fälle noch dazu. Was bedeutet das für Sie, Joachim Löw? Sie haben nur noch wenige Spiele bis zur Europameisterschaft. Das ist natürlich auch irgendwie schade. Toni Kroos, Robin Gosens, Süle. Die hätten natürlich jetzt wahrscheinlich auch von Anfang an gespielt. Also von daher mussten wir jetzt im Laufe der letzten 2 Tage und vor allen Dingen auch heute Morgen irgendwie wieder ein bisschen improvisieren, weil es sind ja auch kurzfristig nochmal 2. Team zusammenwachsen, geht am besten immer auch mit Siegen, dass eine Mannschaft zusammenwächst. Das wäre so eine gute Basis gewesen. Jetzt brauchen wir aber nicht zu lamentieren. Wir haben manche Ausfälle. Jetzt müssen wir wieder das Beste daraus machen und müssen zeigen, dass wir natürlich auch ein ganz anderes Gesicht haben und eine ganz andere Stärke als gegen Spanien. Dann schauen wir mal auf die erste Elf, Joachim Löw. Wie wollen Sie denn heute spielen? Wir haben die Namen jetzt unten durchlaufen. Also Manuel Neuer im Tor, aber schon bei der Abwehr tun wir uns schwer, wer da wo spielt. So wie es da aufgezeigt ist, so ist eigentlich richtig. Klostermann über rechts, 2 Innenverteidiger, Ginter und Rüdiger. Emre Can musste jetzt nach Ausfall Halstenberg eben und Gosens mal auf die linke Seite. Dann gucken wir mal ins Mittelfeld. Da gibt es ja ein großes Angebot. Prunkstück. Prunkstück, sagt Uli Hoeneß, oder? Das ist schon stark, oder? Besser geht's nicht. Ja, das ist schon mal. Ja, absolut. De Jong spielt zentral vor der Abwehr. Das ist so derjenige, der natürlich auch so ein bisschen dort die Position halten muss, für die Organisation sorgen muss. Goretzka, Gündogan haben die Stärken im Spiel nach vorne, in der Offensive. Die vorderen Spieler in Szene zu setzen, das ist deren Aufgabe. Und von daher glaube ich, ja, wie der Uli auch sagt, das Mittelfeld, wenn das stark besetzt ist, fußballerisch auch gut ist, dann hat man schon auch mal auch Vorteile. Aber Uli, uns ist aufgefallen, als wir hier die Aufstellung bekommen haben, vorne fehlt Timo Werner. Ja?
Ja, ich hab gedacht, dass er spielt, aber der Yogi wird sich das schon was gedacht haben. Ich denke, lieber Yogi, solange man den Timo Werner auf die Bank setzen kann, kann es um den Bestand der tollen Mannschaft nicht so schlecht stehen. Oder siehst du das anders? Nein, es ist natürlich gut, wenn man Alternativen hat. Serge Gnabry und Leroy Sané über links. Da haben wir so ein bisschen im Zwischenraum auch. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wir haben ein paar Spieler auf der Bank, auch unter anderem Timo Werner, aber der Timo ist ja auch ein sehr wertvoller Spieler, gefährlicher Spieler, wenn er ein bisschen Räume bekommt. Heute ist schon auch so, dass Island sehr tief steht, das wissen wir, das wird so sein. Die verteidigen mit allem, was sie haben, das können sie auch gut. Gut wäre, wenn wir in Führung gehen und den Timo bringen, weil irgendwann muss Island vielleicht ein bisschen rauskommen und dann haben wir mehr Platz. Ja, aber wir warten schon, dass wir in Führung gehen, oder, Uli Hoeneß? Also ein bisschen. Ja, wir wünschen uns alle, dass wir heute einen guten Start ins neue Jahr sehen. Denn das wäre ja die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche EM. Ja, absolut. Also, wir freuen uns drauf. Joachim Löw, trotz aller Unwägbarkeiten, auch der Unsicherheit über den Tag, glaube ich, ist die Mannschaft jetzt voll fokussiert und weiß auch, es geht darum, eine ganze Menge gut zu machen, auch die deutsche Fußballöffentlichkeit zu versöhnen, oder? Ja, heute gibt es mehrere Gründe. Ich meine, der erste Grund ist, wir haben ein Quali-Spiel, da geht es um die WM-Qualifikation, 3 Punkte. Und dann wissen wir natürlich auch, dass die Öffentlichkeit zuschaut und dass die Fans was erwarten. Ich bin das Bedürfnis, jetzt nach so einer langen Pause jetzt wieder zu zeigen, dass wir besser sind, als gegen Spanien war. Das ist bei mir riesengroß und bei den Spielern auch. Na, das hört sich doch gut an. Wir schauen auch voller Wohlwollen, aber natürlich nicht unkritisch zu und freuen uns drauf. Joachim Löw, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg gleich beim Spiel gegen Island. Dankeschön. Alles Gute. Ja, und jetzt ist die Diskussion ja entbrannt. Wer macht's dann, wenn Yogi mal weg ist nach den 12 Spielen, nach der Europameisterschaft? Haben Sie einen Favoriten? Nein, ich finde es sehr klug vom DFB, von den Verantwortlichen, dass sie sich mit der Entscheidung Zeit lassen, dass sie jetzt nicht glauben, jeder Spur, die irgendeine Zeitung legt, hinterher zu hecheln. Es wäre dadurch, dass Yogi sich so früh entschieden hat, diesen Rücktritt bekannt zu geben, gibt es genug Zeit für den DFB, eine gute Lösung zu finden. Mhm. Sie wissen ja, wir wissen alle, dass der ein oder andere, den Sie gerne hätten, unter Vertrag steht. Das macht die Sache nicht einfacher, aber ich glaube, wir sollten alle jetzt etwas geduldiger sein und dann wird es bis zum Juli, glaube ich, eine gute Lösung geben. Ich bin auch noch ein bisschen geduldig. Ich möchte Sie nämlich später schon noch mal ein bisschen locken. Erstens, was die Namen angeht, zweitens, was die Außendarstellung des DFB angeht, ja. Auch ob man mit einer Übergangslösung leben kann oder doch jetzt schon gleich einen großen Wurf landen muss, das alles besprechen wir. Aber erstmal gucken wir, wie die Jungs spielen, genau. Wie die Mannschaft sich schlägt in Duisburg. Und kommentieren werden das gleich Marco Hagemann und Steffen Freund. Und zu den beiden Kollegen will ich jetzt auch mal rübergehen. Ja, eins kann ich schon mal sagen. Steffen Freund wird nicht der neue Bundestrainer. Nee, ganz sicher. Davon gehe ich erstmal aus. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause. Schönen guten Abend, Steffen. Guten Abend, Marco. 21 Länderspiele hast du bestritten. Ja. Jogi Löw wirkt relativ fokussiert, gelassen, richtet den Blick nach vorne. Aber so einfach können wir jetzt diese dunklen Erlebnisse in Spanien nicht außer Acht lassen. Nein, wir erwarten jetzt eine Reaktion von der Mannschaft. Er kündigt sie selber an. Er wirkt etwas härter. Und entschlossener, das ist natürlich auch seiner Entscheidung geschuldet. Er weiß, nach der EM ist alles vorbei und er möchte natürlich mit etwas Positivem abschließen. Viele Trainer hätten auch direkt nach dem 0-6 hingeschmissen. Und die Spieler haben kein Alibi mehr, weil es geht jetzt darum, auch mit dabei zu sein bei der Europameisterschaft im Sommer. Genau, und das sieht man ja auch schon an seinen ganzen Nominierungen. Wenn du Leute wie Brandt weglässt, wie Kehrer weglässt oder auch Draxler und dafür auch die Jungen reinholst, glaube ich, gibt es ein Umdenken bei ihm. Was hätte schon längst kommen müssen? Wir sind sehr gespannt darauf, ob es eine Reaktion gibt. Hier gleich hier in Duisburg gegen Island. Und bevor dann Florian König mit Uli Hoeneß weitermachen, haben Sie die Möglichkeit, natürlich wieder an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Sie können 100.000 Euro gewinnen, also einen super Bonus. Dazu bekommt der oder die Glückliche noch das brandneue DFB-Trikot selbstverständlich obendrauf. Das Kennwort lautet Tor. Alle Infos sehen Sie gerade
eingeblendet. Alle Infos gibt es im RTL-Text oder eben auch bei vinario.de. Kurze Pause, dann Florian König und Uli Hoeneß. Ich muss mich abreißen, neu mal kaputt machen, heute noch den Himmel wieder blau malen. Leute, alles ist erlaubt, ich muss raus aus diesem Raum. Abreißen, neu mal kaputt machen, heute noch. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Island. Die Gruppe J, Deutschland, Island, Armenien, Rumänien, Nordmazedonien, Liechtenstein. Wir machen uns keine Sorgen um die WM-Qualifikation oder da müssen wir uns schon durchsetzen in der Gruppe, Uli Hoeneß, oder? Ja, wir sind klarer Favorit in dieser Gruppe und wir sollten das schon schaffen. Ich weiß, es gibt keine Kleinen mehr im Fußball. Das haben wir schon lange gelernt. Aber Island ist nur wirklich klein, einfach nur als Land. Ja? Die haben zum Beispiel weniger Einwohner als die Ausrichterstadt des heutigen Spiels Duisburg. Und trotzdem sind die nicht zu unterschätzen, waren bei der letzten WM dabei, haben tolle Fans, das spielt jetzt natürlich keine Rolle. Und sind was, vor allem physisch stark oder was, stark, was bringen sie so in die Waagschale? Sie haben vor allen Dingen 2016 bei der EM und 2018 bei der WM überragende Leistungen gebracht, haben England geschlagen. Sie sind natürlich von der physischen Stärke her sehr stark. Wenn man sie natürlich, wenn man ein, zwei Tore machen könnte und sie müssen dann versuchen mitzuspielen und es gibt Räume, dann geht das. Aber wenn die sich bis in die zweite Halbzeit hinten einbuddeln können und Tore verhindern können, dann wird es schwer. Die WM 2018, deutsche Mannschaft ausgeschieden in der Gruppenphase, jetzt zuletzt das 0-6 gegen Spanien. Das wurde alles immer Jogi Löw angelastet, mehr oder weniger. Sind jetzt nicht aber auch nach der Rücktrittsankündigung jetzt die Spieler in der Pflicht zu zeigen, Freunde, jetzt müssen wir liefern, die deutschen Spieler? Ich meine, das ist der normale Reflex in unserer Gesellschaft, dass es eben immer auf den Trainer drauf geht. Aber ich habe schon 2018 gesagt, dass ich mit dem einen oder anderen, mit seiner Einstellung zu der Sache überhaupt nicht zufrieden war. Und das gilt auch für die jetzigen Spiele. Also das heißt, wir gucken genau hin, wie die Einstellung ist, wie sie spielen. Freuen uns auf diese Partie. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Und bei den Zweien, die jetzt dran sind, weiß ich es auf jeden Fall. Marco Hagemann und Steffen Freund, wir wünschen viel Vergnügen.